Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Hier 10 vor 11 am 30. September, letzter Handelstag im Monat, wollen wir uns hier wieder dem DAX zuwenden, der sich hier relativ stark präsentiert, nachdem am gestrigen Handelstag die Einschätzung, dass der DAX hier an dieser Abwärtstrendlinie, die sich hier herleiten lässt seit dem 25. September, scheitern dürfte, scheitern sollte. Genau das tat er auch hier mit einem kleinen Versuch zu den News, zwar nicht direkt, aber im An Schluss hier immer wieder nach oben auszubrechen. Letztlich scheiterte das Ganze, wie wir hier sehr deutlich sehen, und der Markt orientierte sich nach unten, wenngleich nicht so deutlich wie ursprünglich erwartet. Und insofern führte das auch im Sinne der Erholung während des gestrigen Abends dann zu einer Stabilisierung. Hier dann praktisch auch die unlängst wieder aufkeimenden Hoffnungen, dass es doch wieder mal zu größeren Quantitativ-Easing-Maßnahmen hier in Europa und gegebenenfalls weltweit kommt, beflügelt hier schon wieder den Index. Und wir haben hier kurzfristig die Abwärtstrendlinie seit dem 25.09. gebrochen und haben jetzt hier sogar die Möglichkeit, einen kurzfristigen Aufwärtstrend zu installieren. Wir sehen hier diesen Aufwärtsimpuls, diese Erholung. Das gestrig genannte Stop-Level ist natürlich hier auch schon Geschichte. Und jetzt gilt es eben, die Situation wieder einzugrenzen. Wenn wir uns den Index anschauen, hier zunächst im Stundenchart-Intervall, beziehungsweise halt jetzt im Stundenchart-Intervall, wir scrollen uns ein Stück weit raus, dann wird deutlich, dass wir hier nach wie vor bei 9.700, 9.705 Punkten ein sehr interessantes Level haben. Und dieses Level gilt es jetzt im Auge zu behalten. Denn was macht der DAX, wenn er dorthin ansteigt? Man darf nicht ausschließen, dass das heute passiert, dass wir heute noch hier einen Test der Marke von 9.700, 9.705 Punkten sehen. Dort dann allerdings auch vor dem Hintergrund dieses ja doch schon recht heißen RSI-Oszillators die Möglichkeit gegeben, dass wir hier wieder einen Abprall erfahren. Doch die Möglichkeiten, die Chance, dass wir hier in Richtung 9.700, 9.705, gegebenenfalls mit kleinen Spikes in Richtung 30 ansteigen, halte ich für durchaus gegeben. Und entweder direkt oder im Laufe des weiteren Tages könnte, Schrägstrich sollte es hier solche Bewegungsimpulse geben, die im Ideal hier dann sogar einen Pullback nochmal eröffnen, knapp über 9,6, um dann hier gegebenenfalls einen Ausbruch zu vollziehen. Die Hoffnung beim DAX stirbt ja bekanntlich zuletzt. Dennoch ist es so, dass der Index natürlich hier noch längst nicht gänzlich befreit ist von seinen übergeordneten Abwärtstendenzen. Das dürfte sich im Bereich 9.700 Punkten entscheiden. Zieht der Index darüber hinaus, dann klärt sich die Lage, beziehungsweise wird die Lage wieder zusehends freundlicher. Und der Index hat die Möglichkeit, nach oben anzusteigen. Tut er das allerdings nicht, und da kommen wir jetzt direkt zum nächsten Punkt, steht hier nochmal ein Rücklauf nach unten bevor. Und jetzt skizzieren wir das mal wie folgt: Plan A und Plan B. So. Favorisiertes Szenario auf jeden Fall ein Testausbruch, eher unwahrscheinlich vor dem, Sie wissen das, genannten Hintergründen der schwachen Saisonalität, die hier unmittelbar weiter vor uns steht. Ja, ich spekuliere immer noch darauf, dass wir hier sozusagen zur Mitte des Oktobers in diese Richtung dann hier gegebenenfalls einen Doppelboden ausmachen können. Hier könnte sich auch gegebenenfalls eine inverse Schulterkopf-Schulterformation ausbilden in der JFD 24-Stunden-Indikation. Das muss man mal abwarten, aber generell scheint es mir jetzt noch hier zu früh zum klar bullischen Setup zu blasen. Hier oben, wie gesagt, gegebenenfalls auch dann möglicherweise, wenn hier Divergenzen deutlich am Chart werden, die Chance gegeben, dass wir hier dann noch mal kurzfristig auf Rücksetzer spekulieren kann. Doch Obacht, wenn es hier speziell über das Hoch geht, was wir hier am 25. markiert haben, das sind Preise über 9.748 rund. Da muss man aufpassen, dann spricht viel dafür, dass der Index noch nicht mal diese Zone, sondern vielmehr diesen Bereich hier knapp 10.000, 9.990 ansteuert. Das wäre dann praktisch das nächste interessante Ziellevel. Und da sprechen wir natürlich gut über, ja, gute 250, 300 Punkte, die es dann hier nach oben gehen kann, wenn der Markt hier deutlich über 9.700 Punkten ausbricht. Das muss er allerdings erstmal machen. Und gegebenenfalls gibt es da am heutigen Nachmittag noch Impulse. Das muss man mal im Detail abwarten. Wir haben ja heute noch einiges auf der Agenda. Die Nachmittagsdaten aus den USA, dann gibt es wieder ATP-Beschäftigungszahlen ex AK August.
Hier dann auch noch dein Einkaufsmanager-Index 1545. Also das ist was, was am Nachmittag durchaus für Bewegungen sorgen dürfte. Allerdings müssen natürlich hier die Anschlusskäufer in den Markt strömen. Bleibt dies aus, ist das von mir weiterhin präferierte Szenario nochmaliger Schwäche zu favorisieren. Es dürfte sich entscheiden, und das sehen wir auch hier mit Blick auf den Tageschart, ob der DAX jetzt hier die Korrektur beendet oder in einen größeren Abwärtskorrekturmarkt überschwenkt. Das ist die große Frage. Wir sind zweifelsohne ja schon mit über 20% Abschlag vom Allzeithoch hier sehr gut, sage ich mal, korrektiv nach unten gelaufen. Also Mindestbedingungen sind ja eigentlich erfüllt, erinnern sich an die große DAX-Analyse. Dennoch, ich will nicht vom Bärenmarkt sprechen, aber wenn es hier signifikante Ausbrüche unter die letzten Tiefs gibt, unter 9.200 und tiefer, dann muss man sich schon darauf einstellen, dass hier nochmal 1.000 Punkte nach unten drin sind. Das bleibt natürlich abzuwarten, ob es so kommt. Ich erahne hier zumindest kurzfristige Short-Möglichkeiten, wenn der Index noch ein Stück weit nach oben strebt. Und das soll es dann jetzt auch mal gewesen sein zum DAX. Wir schauen uns heute Nachmittag höchstwahrscheinlich die Amerikaner nochmal an. Und dann werden wir mal ausloten, inwiefern die Energie hier für weitere Zugewinne gereicht hat. Gegebenenfalls schalten wir uns auch am Nachmittag direkt nochmal auf den DAX. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es schon gewesen für die DAX-Beschau. Ich sage danke fürs Dabeisein und wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.